Heute ist ja das Thema mal Papiervogel. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon was davon gehört hat. Auf jeden Fall gibt es eine Technik beim Drechseln, die nennt sich Papiervogel. Wird dafür eingesetzt, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Möbel einen Zierbeschlag machen will, wo was gedrechselt ist und was ein halbes Profil ist, also ein Halbstab. Habe ich an einer Kommode mal eingesetzt. Könnt ihr hier bei diesem Bild sehen. Wird halt ein Profil gedrechselt und wenn man genau ein halbes Profil braucht, dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt was gedrechselt habe, wie kriege ich das auseinander, ohne Material zu verlieren. Ich könnte natürlich auch sägen, aber dann fehlt mir die Stärke des Sägeblatts. Und selbst beim Aufsägen hätte ich Probleme, ich müsste mir eine Vorrichtung bauen und kompliziert an der Säge lang schieben. Und das kann man aber ganz einfach lösen. Ist auch keine neue Technik, sondern die ist schon uralt. Und die nennt sich Papiervogel. Ja, dann brauchen wir Zeitungspapier. Herkömmliches Zeitungspapier oder Telefonbuch geht, würde auch sehr gut gehen. Wir brauchen Leim. Hier haben wir noch ein bisschen Leim. Schraubzwingen. So, ich will jetzt diese zwei Holzstücken zusammenleimen. Suche ich mir erstmal ein Stück Zeitung, wo nicht so viel gedruckt ist. Hier. Wenig Druckerschwärze drauf ist. Jetzt werde ich nochmal messen, Zeitung. Das ist unter 0,05 ist das Papier, also vielleicht 400stel oder 300stel. Oh, jetzt habe ich den letzten Leim zusammengekratzt, den ich noch habe. Schön mit Leim anstreichen. Das Papier dazwischen. Verleim kann man sagen, generell umso mehr Druck, umso dünner ist die Leimfugel, umso besser hält es auch. Voraussetzung ist natürlich saubere, gehobelte Oberflächen. So, jetzt warten wir über Nacht bis morgen und dann geht's weiter. So, jetzt können wir die Zwingen wieder abnehmen. Überstehende Papier können wir entfernen. Jetzt zeichne ich mir den Punkt an, wo ich den Mitnehmer ansetze. Einfach die Diagonale jetzt von meinem Stück. Und es sitzt genau auf der Leimfuge.
So, der Mitläufer hat hier so einen, hat einen Dorn in der Mitte und hat einen äußeren Ring, der das Spalten des Holzes verhindern soll. Und damit mir das Stück Holz jetzt nicht schon vorher aufspaltet, werde ich das hier ein bisschen vorbohren. Dafür setze ich mir nochmal die Zwinge an, damit es nicht schon vorher aufspaltet. So, jetzt haben wir es gedrechselt und die obere Kugel habe ich jetzt gerade an einem Tellerschleifer nochmal verschliffen und jetzt spalten wir quasi die Zeitung in der Mitte auf. Das setze ich jetzt genau in der Fuge an. Jetzt spaltet es. So, jetzt sehen wir, auf beiden Seiten ist Zeitung zu sehen. Das ist die Papierfuge. Jetzt habe ich zwei komplett halbe Profile.